Servus, grüß euch, der Dominik von der Skischule Glungitzer ist da und heute befassen wir uns mit einer Todsünde, die zumindest ein paar von euch glauben, dass es eine Todsünde ist, aber ich glaube, da müssen wir ein bisschen tiefer in die Thematik reingehen, nämlich die Hoch-Tief-Bewegung. Oh, well, oh, well. Aha. So zu Toni Seiler Zeiten und so lange bis es den Carving-Ski gegeben hat, war eigentlich die Hoch-Tief-Bewegung die Maßnahme, wie man den Ski um die Kurve bringt. Gell? Also das, wenn man sich das so vorstellt, Hoch-Entlastung, Tief-Belastung, irgendwann einmal muss ich meinen Ski ja entlasten, damit er in die Falllinie dreht und damit ich den Ski wirklich drehen kann. Gut, gibt es diese Hoch-Tief-Bewegung nach wie vor oder gibt es sie nicht mehr? Das ist jetzt ein großes Thema. Ich bin der Meinung, und die verdreht ja Beinhaut, es gibt sie nach wie vor, nur mit dem großen Unterschied. Also jetzt kommt das Aber, jetzt kommt das ganz große Aber. Hoch-Tief-Bewegung, Todsünde, ja, aber man bewegt sich nach wie vor nach oben, nur man muss sich in die richtige Richtung bewegen. Okay? Die richtige Richtung ist nicht nur nach vertikal nach oben, sondern auch nach vor. Und das ist das, was ich immer predige. Weil wenn ich mich nicht nach oben bewege, kann ich den Ski nicht entlasten. Wir reden jetzt ja da wirklich über Technikfeinheiten, okay? Also wenn ich mich nicht nach oben bewege, dann kann ich den Ski gar nicht entlasten bzw. den neuen Druck auf den neuen Außenski aufbauen. Also das geht gar nicht. Und den Körperschwerpunkt nach unten senken, das verschärft ja den Druck. Also ich kann irgendwann einmal ist Schluss mit Kraft in den Oberschenkeln und da muss ich irgendwie mir nachhelfen. Das heißt, ich muss den Körperschwerpunkt nach unten senken und damit dem Druck entgegenhalten, der was auf meinem Außenski entsteht. Okay? Also, Hoch-Tief-Bewegung prinzipiell, wenn es nur in die Vertikale geht, ist es eine Todsünde. Ja. Aber wenn ich mich bewege, dann entsteht automatisch eine flowige Hoch-Tief-Bewegung, die allerdings in die richtige Richtung sein muss. Also, um das nochmal ganz kurz zusammenzufassen und genau zu erklären, wenn ich mich bewege, dann muss ich mich in die richtige Richtung bewegen und die ist in die neue Kurve nach vorne. Okay? Und dazu gibt es jetzt drei Übungen. Im Kurvenwechsel bewege ich mich natürlich in diese Richtung und das bedeutet auch, ich baue Druck über die Zehenspitzen auf, über den großen Zeh, indem ich mein Sprunggelenk nach innen kippe, auf den großen Zeh meinen Druck gebe und da fangen wir jetzt gleich mit der ersten Übung an. Bewegt euch so weit wie möglich nach vor, okay? Bewegt euch so weit wie möglich nach vor und wenn ich das ja vorfahre, muss ich gleich noch dazu sagen, ich schweife jetzt immer ein bisschen ab, aber das muss ich dazu sagen, wenn ich es vorfahre, nachher fahre ich es ja demonstrativ übertrieben vor. Okay, also das nur zur Information. Ihr bewegt euch jetzt so weit wie möglich nach vorne, nehmt die Stöcke in die Außenhand, übergebt sie so weit wie möglich vorne, nehmt sie in die neue Außenhand und dann baut damit Druck über den großen Zeh auf. Schaut euch das an, probiert es selber und ihr werdet merken, da ist schon ein gewisses Maß an Vertikalbewegung dabei und wenn ich mich in die richtige Richtung noch dazu bewege, also nach vor, dann funktioniert das mit dem Ski eindrehen, mit Druck auf die Schaufel geben perfekt. Okay, viel Spaß dabei, erste Übung, los geht's. In der zweiten Übung nehmen wir auch die Stöcke zur Hilfe und versuchen, wir nehmen jetzt nicht nur einen Stockeinsatz, also wir machen nicht nur mit der Innenhand den Stockeinsatz, sondern wir nehmen jetzt einfach zwei, damit wirklich der ganze Körperschwerpunkt nach vorne gehievt wird. Und die Stockeinsätze machen wir so weit wie möglich in die richtige Richtung, also sprich, wir machen sie so weit wie möglich nach vorne, damit wir uns wieder ganz nach vorne bewegen, auf den Außenski die große Zehe belasten können und der Körperschwerpunkt sich richtig nach vorne bewegt. Okay, schaut euch das an, macht es nach, ihr werdet merken, funktioniert perfekt. Die dritte Übung kommt eigentlich aus dem Kinderskikurs, funktioniert aber mit Erwachsenen genauso gut. Stellt euch vor, ihr habt in der Außenhand einen Basketball, den ihr die ganze Zeit auftippt und zum Kurvenwechsel wirft es wirklich zum Korb, okay? Versucht es an den Korb zu werfen. Also unten tippen und nachher bewege ich mich nach oben und nach vor auf die Zehenspitzen und versuche da an den Korb zu werfen. Und dann, wenn ich den Korb geworfen habe, dann gehe ich sofort auf die große Zehe des Außen, neuen Außenskis
und baue da Druck auf und verlagere meinen Körperschwerpunkt nach unten. Ja, das ist eine Tiefbewegung, aber damit baue ich ja Druck auf, damit reguliere ich meinen Druck und damit schaffe ich auch, wenn bei höherem Tempo nachher, dem Druck standzuhalten. Also so viel zum Thema Todsünde, Hochtiefbewegung. Ist es eine Todsünde, ja oder nein? Nochmal ganz kurz zusammengefasst, Hochtiefbewegung an sich, so wie es früher gefahren worden ist, ist es natürlich veraltet. Ist es natürlich eine alte Technik. Ja, das stimmt. Okay? Aber wenn ich es in die richtige Richtung mache, dann können wir nach wie vor von einer Art Hochtiefbewegung reden. Und ich glaube, das ist einfach eine vereinfachte Sprache. Ein vereinfachter Sprachgebrauch für unsere Gäste. Wenn ich sage, bewegt euch hoch, bewegt euch tief, bewegt euch hoch, bewegt euch tief, dann können Sie das sich deutlich mehr vorstellen, als wenn ich sage, bewegt euch in die Kurvenmitte der neuen Kurve und nach vor und nach oben und nach hinten und nach unten und nach auf die Seite und hin und her und pipapo. Also ich glaube, das ist einfach ein bisschen das Vereinfachen des Skifahrens. Man muss es nicht immer kompliziert machen. Wir reden immer von der gleichen Thematik. Falls euch das Video gefallen hat, gebt mal einen Daumen nach oben, lasst ein Abo da und wir sehen uns, glaube ich, bei der nächsten Todsünde. Fällt mir noch eine ein? Schreibt es mal in die Kommentare, falls ihr noch eine Todsünde bei mir gefunden habt oder selber eine wisst. Und freue mich schon, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Das ist euer Dominik von der Skischule Glungitzer und wir gehen jetzt noch ein bisschen fahren, Julian. Okay? Jo!